Heute in der Bildbox drei Dinge, die er als Arzt niemals mit Alkohol tun würde. And it's super dangerous, even if you're only drinking quite a small amount, to be drinking every single day. Das ist keine Kunst, aber sie fallen alle drauf rein. Wow! Und diese Croissant-Lampe hat ein köstliches Geheimnis. Hä? Und damit herzlich willkommen zu Bildbox. Es wäre dann angerichtet. Moin. Drei Dinge, die er als Arzt niemals machen würde. Mit dieser Ratgeberserie geht Dr. Arthur Ustra aus Staffordshire, England, regelmäßig auf TikTok viral. Heute verrät er uns drei Dinge, die er niemals mit Alkohol tun würde. Prost! The first one is drink more than 3 days in a week. It's super important to have that time between drinks to allow your body to get rid of the toxins, to allow your liver to regenerate properly, and it's super dangerous, even if you're only drinking quite a small amount, to be drinking every single day without that break. Okay, nicht mehr als 3 Tage die Woche trinken, dem Körper und der Leber eine Pause gönnen. Number two is that I would never have an alcoholic drink if I was stressed, i.e. at the end of a busy shift, just to wind down. Ah, das typische Feierabendbierchen oder das Glas Wein zum Runterkommen also. Heißt laut Dr. Arthur zwar nicht, dass man niemals bei Stress trinken darf, aber man sollte halt auch nicht ausschließlich trinken, um den Stress zu bewältigen. Number three, and in my opinion the most important one, is I would never be embarrassed about going to your doctor about issues with alcohol. And I'd also encourage you to discuss it with your friends and your family. Okay, wir fassen zusammen. Niemals mehr als 3-mal die Woche trinken. Nicht trinken zum Stressabbau und im Zweifel immer professionelle oder Familienhilfe holen. Nicht mehr als 3-mal die Woche. Okay. Von der Menge hat er ja nichts gesagt, oder? Achtung, Kunstwissenstest. Dieser Typ hier führt etliche Besucher einer Kunstgalerie in das Licht. Sein Gag, den alten Müffeltonschuh ausziehen und einfach mitten in den Raum zu stellen. Genial. Und Herbert hier macht sogar auch ein Foto fürs Kunstalbum zu Hause. Kunstvoll verarscht. Und mit diesem einzigen Video auf seinem TikTok-Kanal knapp 24 Millionen Views gesammelt. Wow! Wow! Das ist wahre Kunst. Eine Lampe, die aussieht wie ein echtes Croissant. Geil, die muss ich haben. Denkt sich TikTokerin Frog in a Hat Girl und bestellt sie gleich mal beim Online-Großhandel Temu. Doch plötzlich, eines Abends. So, I got this tea-made lamp as a gift from my sisters. And I had it in my room and I came home from work after the hot day and there was like hundreds of ants underneath it. Ameisen unter einer Fake-Croissant-Lampe. Sind die doof? Essen doch sonst nur echte Lebensmittel. And anyway, I just poked a bigger hole. And it like low-key looks like a fucking croissant under there. Nee. Nee. Hör auf. Ist das ein echtes Croissant? Dude, like. That looks like a fucking croissant. Are you actually joking me? Like, that looks like fucking pastry. Look at the crumbs. What the actual fuck, Timu? I guess there's one way to truly know. Ja, bitte mal probieren. And that crumb just came out of there. It's literally fucking food. Tja, wie meine Mutti immer schon sagt, immer erst probieren, dann kaufen. In diesem Sinne, essen Sie doch mal wieder ein Möbelstück. Wir haben aber schon die perfekte Matratze gefunden. Rinnierhauen.